Die perfekte Steuererklärung gibt es nicht. Wie soll man mit Unsicherheiten oder kollegial mit Fehlern umgehen? Ja, das ist was, was durchaus auch immer wieder zu massivem Stress führt, vor allem bei jungen Steuerberatern, jungen Steuerfachangestellten, jungen Steuerfachwirten, die vielleicht gerade in ein neues Unternehmen reinkommen und auch die Kultur vor Ort noch nicht kennen. Damit werden wir uns im heutigen Video mal befassen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Die perfekte Steuererklärung gibt es nicht. Ja, das ist immer was, was man sagt, okay, aber wie kann man das eigentlich sagen, weil es ist doch eigentlich auch ein Qualitätsthema. Da muss man vorsichtig sein, denn zwischen Qualität und die perfekte Steuererklärung ist ein Unterschied. Denn es kann zum Beispiel auch natürlich sein, dass die perfekte Steuererklärung schon dazu führt, dass du sie nicht mal deinem Chef vorlegst, weil du Angst hast, dass du Fehler hast. Dass du vielleicht der internen Qualitätskontrolle Angst hast, wie zum Beispiel bei uns, dass du sagst, hey, wir haben hier einen Sachbearbeiter, der bearbeitet die Steuererklärung und dann wird sie hier an einen Kontrolleur, sag ich mal, weitergegeben und dann der Chef, der es am Ende nochmal kurz drüber schaut. Jetzt ist es so, dass man selbst am ersten Punkt die Angst, eine Steuererklärung fertigzustellen, kann schon dazu führen, dass du sagst, naja, ich mache doch Fehler und ich habe so viele Fehler und alles Mögliche und am Ende ist die Steuererklärung vielleicht komplett richtig. Und dann sind auch wieder so Themen, wo man zum Beispiel auch in der Praxis häufig erlebt, dass man sagt, ja, ich habe die perfekte Steuererklärung abgegeben und plötzlich stellt man fest oder der Mandant stellt nach Übermittlung oder nach dem Erstellen des Steuerbescheids oder nachdem der Steuerbescheid zugegangen ist, fest, naja, hallo, ich habe dann noch so 10.000 Euro Werbungskosten, die habe ich euch nicht mit reingegeben. Oder zum Beispiel auch das Finanzamt bekommt von irgendeiner Behörde hier noch etwas übermittelt, was ja auch der Mandant nicht rübergeschickt hat. Also hatten wir zum Beispiel letztes Jahr in einem Fall bei einer Steuererklärung, da haben bei Mandanten alles abgefragt, interne Checklisten, alles Mögliche und plötzlich kam dann hier noch auf, dass er eine ausländische Rentenversicherung hatte, die an die deutschen Behörden gemeldet worden sind. Das hat er natürlich nie mit angegeben und auch solche Sachen können passieren. Denn hier muss man schon mal ganz klar unterscheiden, was ist denn ein Fehler? Und was ist denn eventuell kein Fehler? Fehler wäre es natürlich, wenn du vielleicht hier wirklich was übersiehst und es nicht mit angibst und da wirklich ein steuerlicher Schaden beim Mandanten entsteht. Da muss man natürlich sagen, da sind Fehler trotzdem auch menschlich. Bei, was weiß ich, 30, 40, 100 Steuererklärungen, die du im Jahr machst, da kann das durchaus passieren über einen Zeitraum von 10 Jahren. Dann reden wir über weit über 1000 zum Beispiel Steuererklärungen, die du vielleicht machst. Und wie gesagt, selbst wenn es dort bloß eine Steuererklärung mal ein Fehler drin ist, das wäre im Gesamtbetrachtung natürlich nicht so schlimm, zumindest mit Blick auf die Statistik. Kleine Fehler, wie gesagt, sind an der Stelle meist nicht schlimm. Bei kleinen Fehlern kommt es auch, wie gesagt, den meisten Themen nicht mal wirklich zu großem Aufwand. Denn, wie gesagt, der Mandant reicht die Belege nach, du reichst sie ein oder du korrigierst die Steuererklärung nochmal oder das ist nicht so schlimm. Also da muss man wirklich sagen, die Stressfaktoren, die bei vielen dort entstehen, muss man sagen, die sind so gar nicht vorhanden. Schon gewusst, jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Es gibt aber natürlich, muss man auch sagen, auch die Chefs, die dann bei kleinsten Fehlern komplett ausflippen. Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der die komplette Steuererklärung Jahresabschluss nochmal neu machen lässt, wenn zum Beispiel an der Stelle der Mandant auch nach der Abschlussbesprechung noch einen 5 € Portobeleg oder ähnliches einreicht, der in der Buchhaltung gefehlt hat. Das kann, ist natürlich hier wirklich das komplette Extrem bei, sag ich mal, wenn du 200.000 bis 300.000 € Gewinn hast, dass man hier darauf schaut. Ganz klar, ist natürlich ein Thema. Aber da muss man sagen, der macht dann auch das so, dass hier wirklich seine Mitarbeiter schon Angst haben, dass an der Stelle hier natürlich eher Nachforderungen, Nachreichungen von Mandanten kommen. Da gibt es natürlich dann die Grenze, wo man sagt, okay, man kann sowas noch nacharbeiten, aber wie kommuniziert man das auch gegenüber den Angestellten? Und da ist natürlich dieser klassische cholerische Chef, der dann wieder so ein bisschen schwierig ist. Aber wenn du so einen Chef hast, dann gerne einfach auch mal bei uns bewerben. Ansonsten natürlich bei größeren Fehlern ist es grundsätzlich so, das Finanzamt korrigiert das, wenn es dem Finanzamt auffällt, wenn es natürlich dem Mandanten später auffällt, dann gibt es trotzdem am Ende natürlich noch eine Haftpflichtversicherung, die dann in dem Fall zahlen würde. Von daher muss man auch ganz klar sagen, dass das natürlich auch so ein Thema ist. Und Unsicherheiten sind auch bei dir völlig normal, denn man muss auch an der Stelle sagen, wenn du diese Unsicherheiten hast, dann ist es vielleicht auch das Thema, dass du sagst, hey,
ich hole mir vielleicht irgendwie noch eine Fortbildung, eine Weiterbildung oder ähnliches. Aber da muss man sagen, da musst du auch ein bisschen an dir selbst arbeiten. Denn wie gesagt, wichtig für dich bloß zum Verstehen ist, die perfekte Steuererklärung gibt es nicht. Denn im Normalfall gibt es auch immer wieder auch Themen, wo der Mandant was vergessen hat. Oder vielleicht, wenn du selbst deine Steuererklärung einreichst, dass du selbst was vergessen hast. Das wird immer der Fall sein, weil den 1,5-Euro-Beleg, den du am 1. Januar 2023 gezahlt hast, wenn du den nicht aufgehoben hast, dann ist die Steuererklärung theoretisch nicht mehr perfekt. Denn jede einzelne Ausgabe, die du nicht wirksam geltend machst, kann dazu führen, dass die Perfektion schon ganz einfach hier schwindet. Aber auch da muss man uns natürlich sagen, wenn alles sauber dokumentiert wird, der Mandant dir alles sauber reinbringt und du sauber deinen Job machst und schrittweise alles abarbeitest, was soll denn dann am Ende falsch laufen? Und dann kann auch derjenige, der die Steuererklärung von dir kontrolliert, drüber schauen und sagen, sehr gut, das hast du gut gemacht. Und von daher ein bisschen weniger Panik. Und wenn das natürlich dir weiterhilft, dann schau dir vielleicht doch mal die ein oder andere Fortbildung in dem Bereich an. Da gibt es gute Hilfen, auch zum Beispiel bei der DATEV, zum Beispiel mit Blick auf die Lernvideos der DATEV. Da lernt man noch ein bisschen mehr von der Programmnutzung. Schau es dir mal an, denn damit kannst du definitiv auch so Unsicherheiten, die du persönlich hast, hier ganz einfach beenden. Ach übrigens, auf steuermikow.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.